X-Ray schon mal gar nicht. Also das werdet ihr nie bei mir sehen. Darauf könnt ihr Gift... Oh, oh, Diamanten! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Man muss einfach nur positiv denken, positive Dinge reden und sagen, dass man immer ehrlich bleiben will. Und dann findet man Diamanten. Alter, ich bin so happy. Ja, gut, okay, dann geht's jetzt auch. Huch, da ist eine Bad. Eine Bad Bad. Du bist ja ein Held. Mit deinen Wortspielchen. Alter, ich dachte, das wäre gerade irgendwie ein Silberfisch oder irgendwie sowas. In der Art. Stier! Bams! Es war ein ziemliches Massaker auch im Gehege, weil wir haben ja diese Realistic Pain Mod und da fliegt ja überall Blut und durch die Gegend. Und ja, das war schon ziemlich heftig. Der ganze Garten war voller Blut. Ich denke mal, dafür ist es auch so ein bisschen gedacht, dieser Bluteffekt. Für so Tierabschlachtung. Weil sonst kommt der ja nicht wirklich zur Geltung, wenn wir den jetzt so ein bisschen... Wenn wir da so einen Mob schlagen oder selbst Schaden bekommen oder so, kommt der nicht zur Geltung. Und ich sehe gerade was. Simio Credits, nein! Unsere Simio Credits sind nicht auf 10. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist, fällt mir jetzt auf. Nein! Mist. Die erste Folge ist schon fertig und ihr werdet euch bestimmt jetzt... Ihr werdet bestimmt nur den Kopf schütteln und denken, oh... Ich werde es wieder in den Kommentaren stehen haben. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Da steht bestimmt wieder... Ja, Simicredits, die stimmen ja nicht ganz. Ja. Ich fände es ganz witzig, wenn es wirklich da steht. So... Naja, gut, ich überlege gerade, was ich da machen kann. Wir könnten es theoretisch auch so lassen. Ich glaube, den Verlust kann ich eigentlich erleiden. Ja, den Verlust, den kann ich... Der Verlust. Wir brauchen ja nur 5. Wir brauchen eh nur 5 für den Start und... Wir haben so viel Redstone. Ja, obwohl, ich hatte noch mehr Redstone. Ich habe richtig viel gefunden, unter anderem. Ist natürlich jetzt auch weg, also in der kaputten Aufnahme. Aber naja, wir werden bestimmt noch viel finden jetzt. Nehmen die Pilze auch mal mit. So, coole Partikeleffekte. So. Hab ich gerade Lava gehört? Oder werde ich da gerade getäuscht? Also den Zombie und die Spinne höre ich auf jeden Fall, aber ich dachte, ich habe Lava gehört. Wir sind ja schon auf Höhe 30. Und ich höre Spinne. Ist das vielleicht der Spinnenspawner? So, das fände ich ja irgendwie lustig. So, gut. Da wir ja so einen Stockverlust haben, muss ich jetzt neue machen. So, zack und zack. Super, okay. Ach, guck mal. Mein altes Gehör hat sich doch nicht getäuscht. Für die, die gerade vielleicht ein Geräusch gehört haben, ich habe einfach nur mein Handgelenk knacken lassen. Das war der Daumen. Ja, sorry. Das muss zwischendurch so bei mir sein. So. Sollen wir einfach mal so einen Lava-Eimer mitnehmen? Vielleicht können wir das so... Vielleicht sammeln wir das so an und dann brauchen wir nicht mal eine Diamantspitzhacke, um zum Dingens zu kommen. Na wohl, ich weiß nicht. Ich will nicht ich mach erstmal einen Eimer oder zwei. Ich will nicht Millionen Eimer insgesamt besitzen und ich will auch nicht jetzt mit Millionen Eimern hier rumlaufen. So. Das wird mich dann doch schon ein bisschen nerven und unser Inventar ist eh voll, da ich wieder was vergessen habe. Unser Rucksack. Ah Mann, das ist mir in der Aufnahme aufgefallen. Der Rucksack, der ist noch voll. Hä? Nein, der Rucksack ist nicht mehr voll, nein! Ich bin so dumm. Ich habe den Inhalt des Rucksacks nicht wiederhergestellt. Ach Mann, ich bin doch so bescheuert. Alter, ich habe schon so viel Zeit investiert und dann nicht mal alles beendet. Pass auf, dann mache ich das so, dass ich nach der Aufnahme nochmal in den Videos gucke, was ich alles denn im Rucksack hatte. Und dann werde ich das dann nachträglich wiederherstellen. Das heißt, ich hoffe, am Ende der Aufnahme haben wir einen leeren Rucksack.
wenn ich irgendwie... Na, ich guck schon, was ich da mache. So. Ja, hier waren wir schon. Ach, wir sind im Kreis gelaufen. Ach so. Aber es ist eine interessante Höhlenformation irgendwie. Wir läuft man im Kreis und da geht man wieder hoch. Und hier ist so ein Mittelspot, wo man sich perfekt runtergraben kann. So. Ja, und übrigens, ich habe halt auch meinen Tunnel nach oben, der straight nach oben geht, wo ich den Spinnen-Spawner gefunden habe. Den habe ich natürlich auch wieder mit Stein und Erde zugebaut. Ich glaube, der war irgendwie hier oder so. Aber ich würde ihn jetzt höhlentechnisch, glaube ich, nicht finden und ich will mich nicht runtergraben. Aber wir behalten es mal einfach im Hinterköpfchen. Das ist ja nicht verboten. Ne? Kann man machen. Wer weiß, was sich da so noch ergibt. Vielleicht finden wir es ja irgendwann wieder oder wir finden anderen. So eine Monsterfalle will ich aber auch irgendwann mal machen dann. Vielleicht können wir ja irgendwelche Modifikationen damit einbinden. Vielleicht können wir ja die Guardians... Oh, Rosengold! Vielleicht können wir irgendwie die Guardians aus der Simucraft-Mod mit einbinden. Die wir ja nicht mal in Staffel 1 hatten. Wir hatten die nicht mal in Staffel 1 gezeigt. Es gibt hier noch so viel, was wir in Staffel 1 überhaupt nicht mal hatten. Das finde ich ja auch das ganze Interessante am Staffel 2 Projekt, dass es hier noch richtig viele Dinge gibt, die wir überhaupt nicht erforscht haben. Das finde ich richtig, richtig interesting. Das gefällt mir sehr. I like that. So. Gut. Dann bauen wir einfach ein bisschen weiter ab und wir finden natürlich wieder allerlei Erz. Oh, Rosengold. Wir finden natürlich wieder allerlei Erz. Alter, wie viel Rosengold? Ich bin so glücklich. Alter, schön. Ich habe auch so überlegt, ob ich wirklich mal die Texturen von den Erzen und so ändern sollte. Na, ich bin mir da ja noch nicht so sicher. So. Zack und zack. Alter, unsere Treppe besteht ganz aus Erzen. Das ist nicht gut. Okay, wir sind auch fast auf der richtigen Höhe. Ein bisschen fehlt uns da noch. Obwohl, ne, wir sind ja auf Höhe 11, denn da habe ich relativ gute Erfahrungen gemacht. So, zack, zack. Okay, dann würde ich sagen, es geht nun los. Und wir graben. Und wir graben und wir graben. Und wir graben und wir graben. Ja, ich muss sagen, das war schon, ja, echt ein wenig ärgerlich. So, und ich kann ja nochmal, ich habe zwar schon was zu Oceanhorn erzählt, aber die Aufnahme ist ja tot. Dann werde ich jetzt nochmal ein bisschen was zu Oceanhorn erzählen. Denn für die, ja, das ist sinnlos. Für die Leute, die Oceanhorn nicht verfolgen, die werden es höchstwahrscheinlich nicht wissen. Denn, ich habe seit ein paar Tagen wieder kein Oceanhorn hochgeladen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass mir eine Aufnahme total abgeschissen ist. Beziehungsweise ich war selbst dafür verantwortlich. Da gebe ich mir selbst mal ausnahmsweise die Schuld. Denn, ich habe ganz normal gespielt, zack, 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 aufgenommen und so. Und dann wollte ich 2 Tage später, glaube ich, schneiden. Und dann hatte ich 2 Aufnahmen. Einmal eine vom, ich glaube, die neueste Aufnahme, da war dann vom 3. Juli oder so. Ich glaube schon. Und noch eine vom 28. Juni. Und da ich die Ordner dementsprechend benenne und gerade irgendwie einfach so gedacht habe, komm, lösche die alte, du brauchst Platz, du musst gleich aufnehmen, zack, zack, zack. Habe ich eben schnell die alte gelöscht, so. Und dann habe ich nicht wirklich drüber nachgedacht. Dann habe ich so gedacht, alte Aufnahme ist wahrscheinlich, also habe ich mir unterbewusst gedacht, ist wahrscheinlich so die niedrigere Zahl. Und dann habe ich unterbewusst die niedrigere Zahl gelöscht, die Ordner mit der niedrigen Zahl am Anfang. Ich habe mir nicht mal die zweite Zahl angeguckt. Ja, das war dann eben die 03. Die war ja kleiner als die 28. Da hat mein kleines Gehirnchen sich gedacht, ach, ja, das wird wohl die alte Aufnahme sein. Ja, toll. Hätte ich mir da mal lieber in meinem jugendlichen Leichtsinn die Zahl dahinter angeguckt. Ich sollte demnächst gründlicher arbeiten und nicht so schnell. Naja, gut, habe ich dann halt die neue Aufnahme gelöscht anstatt die alte. Ich habe mich sehr gefreut. Ach man, war es alles ärgerlich. So. Wir müssen uns gleich nach dahin graben, weil hier waren wir schon.
Ja, und dazu kam es dann, dass die Oceanhorn-Aufnahme zerstört wurde. Von mir selbst höchstpersönlich. Ich habe das echt nicht so gefeiert. Ich war ein bisschen deprimiert danach. So, zack. Das bauen wir natürlich auch ab, ihr kennt mich. Hab ich da Lava gehört? Ah, guck mal einer an. Zack. So. So, den Rest können wir von hier aus abbauen. Zack, eben mal essen. Zack, zack. Nein. Okay, wir haben es doch so schnell abgelegt, dass ich selbst nicht mal mitbekommen habe. So, das Fossilerz kann ich mir am Arsch lecken. So. Schön. Dann geht's jetzt auch schon weiter. Ich hasse solche Kieswege. Ja, da ist aber auch Lava. Okay, dann grabe ich mich noch den Kiesweg entlang. Und gehe dann weiter nach links. So. Zack, und. Was ist das denn? Ist das auch Kupfer? Höchstwahrscheinlich. So, Redstone ist immer gut. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wir uns schon direkt zu Beginn zwei Häuser machen können. Da wird die zweite Person nicht lange obdachlos sein. Denn, wir haben ja ziemlich viel Stuff, kann man so sagen. Und, also ich meine, ziemlich viel Redstone, wenn man hier schon wieder zwei Adern nebeneinander sieht. Und ich denke mal, wenn wir das alles verkaufen, dann können wir uns bestimmt ein zweites Haus leisten. Ich denke mal, wir werden damit schon so auf 140 Simu-Credits kommen. Mein Haus kostet ja im Schnitt 70 bis 90 Simu-Credits. Laut meinen Edit-Künsten. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt in der Aufnahme wirklich, 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 wirklich Diamanten finden. Boah, das wäre so schön. Das wäre so schön. Boah, Mann, wäre das toll. Das Problem ist, ich habe mich schon voll darüber gefreut, dass wir Diamanten haben. Und dann wirst du einfach zurückgeschleudert, als wärst du in Lava gefallen. Nur noch schlimmer. Weil es nicht auf Video ist. Damit kann man dann nicht mal mehr Klicks generieren. Mich als YouTuber schmerzt das natürlich sehr. So. Ach ja. Naja, gut. Man soll ja immer positiv denken und sich nicht immer selbst negative Gedanken machen. Von daher vergessen wir es jetzt einfach. Und denken einfach weiter. So, und gucken mal, ob wir hier vielleicht was finden. Sieht aber nicht so aus. Ne. Dann bauen wir eben nur die Kohle ab. Höhe nochmal checken. Höhe 11, alles richtig. So. An solchen Stellen hätte ich echt gerne X-Ray. Aber das werden wir natürlich nie machen. Also, ich werde mir auch niemals im Leben irgendwie so ein Ore-Finder holen, also Strip-Mining ist ja schon zu viel für mich, das mache ich eigentlich generell gar nicht. Und dann jetzt mir auch noch so ein Erzradar zu holen, das werde ich unter keinen Umständen machen. X-Ray schon mal gar nicht, also das werdet ihr nie bei mir sehen, darauf könnt ihr Gift... Oh, oh, Diamanten! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Man muss einfach nur positiv denken, positive Dinge reden und sagen, dass man immer ehrlich bleiben will. Und dann findet man Diamanten. Alter, ich bin so happy. Ich habe mich schon so ein bisschen auf den... Das sind mindestens zwei. Weil da ist nämlich einer und da. Ich habe mich schon so ein bisschen auf den Gang gefreut, also auf den Lavasee hier. Dass da vielleicht was zu finden ist, aber höchstwahrscheinlich nicht. Denn es gibt hier nur eine Diamanterzader pro Chunk. Wenn ich das richtig im Kopf hab. So. Zack. Alter, ich bin so happy. Oh mein Gott. Diamanten. Alter, das läuft gut. Wir sind bei Minute 35 der Aufnahme und haben schon Dias gefunden. Also, bei mir war es so, es hat gereicht, zwei Adern zu finden. Oh, unser Lieblingserz natürlich vor Diamanten. Ist doch klar, das haben wir immer vor Dias. Ja, es war auch vorher so, da habe ich glaube ich erst drei Diamanten in der Ader gefunden und dann vier.
Zack, zack. Und das zweite machen wir direkt hinterher. Wow, das war knapp. Da sind noch mehr davon. Alter. Boah, wenn das die Diamanten zerstört, wäre ich sehr erfreut. Ach komm, renne ich eben schnell runter. Okay, das war irgendwie... Hä? Als ob die Explosion das zerstört... Was? Das glaube ich ja nicht, dass die Explosion das zerstört hat. Das ist ja ziemlich blöd. Mano. Tino und das taten wir auch ein bisschen was, aber ich glaube auch noch 4 oder so, keine Ahnung. Ja, die 3 will ich draußen lassen, weil wir davon auch viel gefunden haben, echt. Und ich dann ganze Zeit Probleme hatte mit dem Inventar. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich kann da so ein bisschen einschätzen. Ich will euch das ja mit den Diamanten nicht in der nächsten Folge da oder so zeigen. Ein paar Minuten haben wir noch in dieser Folge. Das kann ich ja mit dem Timer ganz gut abschätzen. Das ist eigentlich ein praktisches Tool. Kannst du abschätzen, wie viel Zeit habe ich noch? Was kann ich noch in die Folge reinbringen? So, Alter, ist ja noch mehr davon. Das machen wir eben noch ganz kurz. Bevor wir mit Dias in der Hand sterben, das will ich nicht. So, ho, ho. So, und bevor dieses Erz hier unnötig zerstört wird, bauen wir es natürlich ab. Tungsten natürlich auch. Ich will nachher mal gucken, was man mit Tungsten machen kann. Das mache ich jetzt direkt mal. Wir haben ja Zeit. So, so Tungsten gebe ich einmal kurz ein, weil ich kein Ding jetzt davon habe. Kein Ingot. Nein, ich habe mir was gegeben. Bin ich denn dumm? Könnte ich das zerstören? Achso, hätten wir gerade auch mit den Dingens machen können. Ich bin so dumm, ich bin im Cheat-Mode. Hä, bin ich gar nicht, hä? Haben wir es nicht so... Ach ja, Lampen und so, haben wir uns schon angeguckt. Okay, dann, ja. Wir werden jetzt die Dias abbauen, nachdem wir das hier abgebaut haben, natürlich. So, ich freue mich. Wo ist es? Da. Zack. Okay. Leute. Jetzt ist es soweit. Wir können endlich die Dias abbauen. Ich hoffe, es sind 3. Also mindestens 3. Aber es sieht schlecht aus, weil das direkt von einem anderen Erz um... Ja, es sind 3. Es sind 3. Ich glaube, mehr... 4! Verdammte Scheiße. 4 Diamanten. Was? Ich werde die erstmal aushöhlen. Oh mein Gott. Aber ich glaube, mehr nicht, ne? Ne, mehr sind es nicht. Alter, 4 Stück, wie geil ist das denn? Wie geil. Ich wünschte, ich hätte jetzt so eine Glücksspitzhacke. So, ich greife mir natürlich noch ein bisschen nach unten. Um erstens alles zu safen. Und zweitens, ja, um es ein bisschen spannender zu machen. 4 Dias, oh mein Gott. Jetzt müssen wir nur noch eine Dreierader finden oder so. Obwohl, warte mal, wir haben 3 zu Hause. Das macht 7, das heißt, eine 2er-Ader würde auch reichen. Warum leuchtet das? Da hat es irgendwie ganz komisch geleuchtet. So. Zack. Kriegen der Lava, cool. Die schienen irgendwie durch. So. Natürlich werden wir jetzt dabei noch sterben. Was auch sonst. So. Ich mach's überhaupt nicht gefährlich, nein. So, zack und zack. Gut. Ja, mehr Dias sind's leider nicht. Ich kann auch... Oh, Alter, jetzt habe ich wirklich ein bisschen Schiss gehabt. So. Kann hier nochmal ein bisschen versuchen zu krabbeln, aber... Da scheinen wirklich alle zu sein. Und von daher werden wir jetzt Dinge tun, die mir sehr gefallen. Zwei, drei, 4 Dias. Mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben 4 Dias. 4. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 7 Stück und wir brauchen echt nur noch 2. Ich bin sehr optimistisch, dass wir das doch noch in dieser Aufnahme schaffen. So, ich baue einfach mal hier weiter. Zack, zack, zack. Wir können einfach weiter geradeaus gehen jetzt. Nach rechts wäre ineffektiv, weil wir da schon waren. Warte mal, wir hatten ja diesen einen Tunnel, der ging so... So, zack, zack, ungefähr. Jetzt sind wir hier so. Hier hatte ich auch schon Tunnel. Deswegen gehen wir nach da. Das ist das Intelligenteste. Auf jeden Fall. So.
Ich bin ein wenig happy. So. Tells me something different every single time. I can tell it's secret, not for me to know. Give me what I need and I will let it go. Give me what I need and I will let it go. Every little symbol. Every single time I can tell it's secret, not for me.